Ein Tor, ein Held und, was noch wichtiger ist, ein Weg, der genau durch dieses Tor hindurchführt. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum riesigen Berg. Also, beziehungsweise erstmal müssen wir zur anderen Seite des riesigen Berges. Es sind mal wieder einige Tage seit dem letzten Spielstand vergangen. Entsprechend bitte ich zu entschuldigen, falls ich mich wieder mal doof anstelle, wie eigentlich auch, wenn ich schon mehrere Stunden lang spiele. Aber, whatever. So. Ich habe überlegt, wir skillen jetzt nicht nur auf Einhandwaffen, das wäre ja langweilig, sondern auch mit auf Bogen. Weil Bogenschießen lustig ist. Man kann zwar nicht blocken und für den Nahkampf ist das absoluter Mist, aber es gibt Situationen, wo Bogenschießen einfach gut ist. Wann die kommen, weiß ich noch nicht. Und ja, das Schnellspeichern musste gerade sein, weil der letzte Spielstand wäre erstens kein Spielstand mehr von diesem Charakter, sondern von einem anderen. Denn heute war nochmal der Mega War da und naja, der wollte das Spiel nochmal ansehen. Ich nochmal. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Findest du? Ich sehe das Fadenkreuz irgendwie gar nicht gerade. Ach da. Noch ein letztes Wort. Ja, wieder ein sehr schöner Cut. Aber leider wieder mal nicht getroffen. Ich dachte eigentlich erst, ich hätte genau drauf gezielt und das müsste eigentlich hinkommen, aber hat mich wohl geirrt. Nehmen wir alles, ich wollte aber eigentlich den Geldbeutel haben. Sollte auch nicht so viel Scheiße mitnehmen. Gold, Rolle des Feuersturms werde ich wahrscheinlich nie benutzen und eher verkaufen, weil die einfach eine Menge wert sind. Obwohl, eine Feuerexplosion um einen rum. Interessant. Lesen Krieger. Kommt mir jetzt nur so vor, dass die Schrift irgendwie sehr undeutlich. Blocken verbessert auf 22. Na, das nehme ich gerne hin. Soll ich das mitnehmen? Ja, komm. Hier könnten wir auch schlafen, wenn wir wollen. Aber das wollen wir nicht mal unbedingt. Gold. Eisenpfeile. Sonst nichts. Na gut. Immer schön alles plündern. Dietrich nehme ich immer gerne. Aus Gründen. Das kann nämlich später passieren. Wenn dann zum Beispiel Meisterschlösser sind und wir wahrscheinlich, wie ich mich kenne, Schlossknacken überhaupt nicht geskillt haben, muss man wirklich auf den halben Millimeter genau den Dietrich im Schloss haben, damit das passt und der nicht sofort einfach komplett abbricht. Das passiert nämlich auch. Ist ja, glaube ich, bisher noch gar nicht vorgekommen im Let's Play, dass ein Dietrich abbricht. Das ist nicht schön. Man findet zwar hier bei jedem Banditen ungefähr einen, aber mindestens. Aber bis wir die Diebesgilde machen werden, dauert es noch eine Weile. Weil ich nicht so der Fan von Diebesgilden-Missionen bin. Im Moment ist es ein kaiserlicher. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Wieso rennst du denn so? Ist hier irgendwas los? Ach, das war ja. Das gibt mir jetzt eine Quest, als ich mit dem Trottel geredet habe. Irdsches Zügelgrab. Aus der Sicht haben wir es ungefähr schon mal gesehen, deswegen würde ich sagen, wir waren irgendwie hier unten schon mal mit Raluf, hieß der so. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Genau. Da unten waren wir mit ihm unterwegs. Wo wir das erste Mal gesehen haben, sah es ungefähr genauso aus, nur ein bisschen von weiter unten. Genau. Und ich muss niesen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hoffe, es hat nicht zu sehr gestört oder so. Und wir schauen mal eben, wo wir denn lang müssen. Der Vier-Punkte-Zauber aus Harry Potter. Weise mir die Richtung. Nur, dass es hier mehr als vier Richtungen gibt. Und wer aufmerksam ist, dem wird das hier gar nichts sagen, außer er kennt das Spiel bereits. Also wenn ihr schon wisst, was es da vorne ist, dann braucht ihr gar nichts so zu tun, als wüsstet ihr es einfach, weil ihr aufgepasst habt. Nein, dann müsst ihr es schon irgendwie kennen.
Denn das hier vorne ist Helgen. Ja, genau. Das berühmte Helgen. Um genau zu sein, ist das die Stelle, bei der wir auf den Hals hätten kriegen sollen. Wir gucken mal unter der Tür durch. Ist noch ein Drache hier? Ich traue der Ruhe nicht. Rein theoretisch müssen wir sowieso da vorne wieder raus. Es scheint alles ruhig zu sein. Aber wer hat die Feuerstellen wieder angezündet? Gibt es noch Überlebende? Wenn es sie gibt, sollten wir sie sofort wieder ins Grab schicken. Zielübung. Ups, ich wollte eigentlich den Bogen nochmal spannen. Alles okay, Fandal. Da fällt mir ein, hast du noch mein Geld? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was soll ich nehmen? Stahlpfeil sieht nicht so aus. Könnt ihr mich unterrichten? Ich weiß, was ich weiß. Ja, dann trainier uns mal bitte. Nein, es ist nicht gecheatet. Überhaupt nicht. 1850 Gold, danke sehr. Ihr geht vor, ich folge. Wir sind inzwischen noch aufgestiegen. Das packen wir mal auf Gesundheit. Und dann suche ich mal kurz Bogenschießen oder Taschen. Vielleicht auch Schloss knacken. Ah, erstmal nehmen wir Schießkunst jetzt. 20% mehr Schaden von Bögen. Todesschuss. 10% Chance für einen kritischen Treffer, der zusätzlichen Schaden verursacht. Huch, nee, da wollte ich nicht hin. Genau. Wenn du während des Zielens blocken drückst, kannst du heranzoomen. Mhm. Ah ja. Na gut. Dann gucken wir doch mal in die Ruinen der alten Stadt. Aber speichern vorher ab, man kann ja nie wissen. Und wir betreten mal wieder den Ladebildschirm, der auch überhaupt nicht nervt, weil er irgendwie länger ist, als er sein sollte. Und auch noch ohne die spannenden Zusatzinformationen, die hier sonst manchmal auch drin vorkommen. Ach, hier sind wir wieder. Lebst du noch? Das heißt leer, der hat auch einen Eisenpfeil. Wurde das aus dem Spiel entfernt? Ich meine mich zu erinnern, dass hier in Helgen nämlich dann Banditen gab. Man wieder hierher kam. Aber das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein, also können wir wohl einfach gehen. Ah, Arcane-Verzauberer sind von Magiern verwendete Arbeitstische, auf denen sie Waffen und Rüstungen verzaubern. Haben wir schon gesehen, haben wir schon benutzt. Also zum Entzaubern. Aber was auch immer. Wieso kommt jetzt zum Beispiel im Ladeschirm sowas? Und vorhin nicht? Und wurden die Banditen einfach rausgepatcht? Oder stehen die jetzt doch vor der Tür? Man kann jetzt so sicher mal den Bogen spannen. Aber es sieht nicht so aus. Ist schon etwas länger her, als ich Skyrim gespielt habe. Sieht man vielleicht. So. Ich glaube, rechts kommen wir nur zu einer Höhle und wir müssen eigentlich links lang. Aber ich gucke zur Sicherheit nochmal nach.
Also wir gehen links, rechts lang. Einfach zum Erkunden. Um zu schauen, was wir da so kommen. Wenn wir dorthin gehen. Um zu schauen, wohin man käme, wenn man ging, um zu schauen. Genau, irgendwie sowas war das doch, ne? Moment. Genau, ich glaube, jetzt habe ich's. Wo kämen wir denn dahin? Wenn alle sagen würden, wo kämen wir denn dahin, wenn niemand ging. Niemand ging, um zu schauen, wo man käme, wenn man. Ach, verdammt. Naja, irgendwie so. Wer es zusammenkriegt, mal eben in die Kommentare schön. Und alle anderen nicht auch noch, sondern einfach einen schönen Like für den Kommentar auch gern mal da lassen. Ich glaube, wir kommen hier einfach nur vom Weg ab und hier geht es nirgendwo besonders hin. Aber wir steigen jetzt einfach mal bis auf die Spitze von diesem kleinen Berg. Das ist, glaube ich, wieder Helgen, oder? Ja. Ah, das ist die Straße, wo wir gleich... Oder? Das könnte die Straße sein, wo wir gleich am Anfang runtergefahren sind. Mit unserem Gefängniswagen, sozusagen. Das könnte gut sein. Könnte ich mir so vorstellen. Wir müssen ja einfach nur der Straße dann wieder nach Helgen folgen, um zu gucken, ob das die richtige ist. Ich bin ja gerade ein bisschen in Erkundungslaune, das kommt mal vor. Aber was mich erstaunt ist, dass wir noch keinen Wolf oder so begegnet sind. Oh, und ich sehe schon, da ist ein Drache auf der Karte eingezeichnet in der Richtung. Könnten wir uns natürlich auch holen, wenn wir schon hier so sind. Aber mich würde interessieren, wo die Straße eigentlich hingeht. Vor allem sind wir hier in der Mitte, genau in der Mitte von Himmelsrand fast. Muss man ja nur mal hier auf die Karte gucken. Also, wenn... Es wurde ja gesagt, wir hätten versucht, die Grenze zu überqueren. Ach, das ist gar nicht Helgen. Na gut. Das heißt, es müsste irgendwie die hier sein. Hase! Ja, das war ja wohl nix. Der ist weg. Na gut. Ich würde sagen, in der Richtung finden wir nichts mehr. Ihr würdet lieber auf dem Feld arbeiten. Ich nicht. Okay. Marschiert weiter. Alles gut. Seid ihr auf einen Kampf aus? Raus hier. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, haltet die. Talos möge euch leiten. Ihr verwirrt mich. Ich überlege, ob ich mich in diesem Display tatsächlich mal den Sturmmantel anschließe. Weil ich mich bisher eigentlich immer den Kaiserlichen angeschlossen habe. Aus Gründen. Das könnte die Festung der. Eine Festung der Sturmmäntel daher auch sein. Deswegen ist es nicht unbedingt klar, ob wir da freundlich begrüßt werden. Deswegen mal eben einen Quicksave reinhauen. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Und mal schauen. Meistens sind hier allerdings nur Banditen. Wenn das der Fall ist, können wir die natürlich auch ausräuchern. Wenn wir das dann hinkriegen. Blutschanze. Das ist nicht der Name der Festung, deswegen muss es ja irgendwas mit dem Raum hier drin zu tun haben. Und wieder nur ein leerer Ladebildschirm. Seltsam. Hallo? Es ist aber nicht gerade sehr angenehm hier unten. Ein Schädel. Ich würde sagen, wir sind hier gerade wo drauf getreten. Und ich höre das Husten einer Person. Hört das auch immer wieder auf? Fandal tritt da auch nicht drauf, okay. Fandal? Böser Junge! Was war das? Ich habe doch gar nichts gemacht. Fandal, du stehst da nicht gerade unauffällig. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Natürlich hast du es nur eingebildet.
Timer, Ruhe. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.